Hey Leute, willkommen zu einer neuen Folge The Other Awakening. Ramsi und Ratze wurden im Kampf gegen den Riesen schwer verletzt. Und jetzt ist die Stunde der Wahrheit. Wenn ich jetzt Y drücke, beginnt die nächste Runde. Und entweder kriegen wir eine oder zwei Todesmeldungen oder eben nicht. Wounds don't have the chance to heal, and so death can claim its prize. Ratze hat's erwischt. Unsere Hexe. Unsere mächtige Hexe. Möchte ich dazu sagen. Verdammt. Verdammt, das heißt aber leider noch nicht mal zwangsläufig, dass Ramsi überlebt hätte. Er ist immer noch in Lebensgefahr. Jetzt kann ich aber ein Lager aufschlagen, was die Überlebenschancen erhöhen sollte, aber es bedeutet nichts. There are strange noises in your village at night. Okay, seltsame Geräusche nachts. Bleiben wir wachsam. As you prepare to go to sleep and take one last look out of the windows, you see that the ground seems to be moving. You shout to your fellow villagers and soon realize that your home is swarming with rats. Okay. Okay, nee, ein Stufe 4 Jagd-Event schaffen die nicht. Ich würde mich nicht mal... Ich habe Angst vor einem Stufe 3 Kampf-Event, ehrlich gesagt. Oder schafft das unser Dorf? Ich befürchte, dass echt schlimme Sachen passieren, wenn wir nur versuchen, so viel Ratten wie möglich zu besiegen. Wenn wir wenigstens versuchen, alle Ratten zu besiegen, vielleicht halten sich dann die Casualties in Grenzen. Aber ein Stufe 3 Kampf mit unseren 7 Dorfbewohnern. Stufe 2 Kampf haben wir vorher ganz leicht gemacht. Vor ein, zwei Folgen. Dann versuchen wir den Stufe 3 Kampf. Oh Gott, ich hoffe, das war kein Fehler. Das sind nämlich schon sehr viele Gegner. Na los geht's. Die müssen wir jetzt alle kaputt hauen. Wir haben gar keine andere Wahl. Da habe ich uns was eingebrockt. Aber wie gesagt, wir haben gar keine andere Wahl, als zu gewinnen. Verlieren ist keine Option. So, ich werde jetzt Einheiten an erste Stelle, an die erste Position schieben, damit wir möglichst viel Angriffskraft am Anfang haben. So ist es eigentlich jetzt ganz cool. Okay, wartet mal, dann schicke ich jetzt den Sunny noch an erste Position. Oh, das sind aber schon sehr viele Ratten. Verdammt, sind das viele Ratten. Jetzt lasst mich kurz gucken. Sunny killt definitiv die erste Ratte, so wie sie jetzt aussieht. Dann würde Blackman Army die zweite Ratte nicht ganz killen können. Knapp, aber nicht ganz. Desert Railgun kann aber dann die zweite Ratte töten und die nächste Ratte verletzen. Dann wird es aber gefährlich, weil dann kommt der Gegenangriff. 10, 16 würde Desert Railgun überleben. Dann kommen zwei Ratten, die nicht drankommen, dann kommt Xanaron. Und dann kommt noch ganz viel anderes Rattenzeugs. Und jetzt schauen wir erstmal, ob die nicht irgendwie noch was verändern in ihrer Aufstellung. Okay, 5 und 2 ist zum Glück nicht gefährlich. In der ersten Runde gibt es keine Casualties bei uns. Und in der zweiten Runde dürften wir die ganz gut weghauen können. Aber, na, ein bisschen Sorgen mache ich mir schon. Trotzdem. Aber schauen wir mal. Okay, nichts passiert. Nächste Runde. Jetzt schauen wir. Jetzt wird spannend. Oh oh, die überlebt. Es
Und jetzt wird es schmerzhaft für uns. Puh. Mist, Leute. Was habe ich getan? Ich hätte nicht gedacht, dass das so gefährlich wird. Ich glaube, das schaffen wir nicht. Ich glaube, wir verlieren hier. Ist das gemein. Habt ihr das gesehen? Ich habe die so an die erste Stelle gestoben, damit sie die Ratte killen kann, bevor die Ratte was machen kann. Und jetzt haben die Ratte vor sie geschoben. Vor Blackman Army. Und jetzt wird die Ratte Blackman Army killen. Und ich kann nichts dagegen tun. Ich kann wirklich nichts dagegen tun. Oh, verdammt. Das ist echt blöd. Da können wir nichts mehr machen jetzt. Der Zug ist abgefahren. Wir sind tot. Ich hab alle verdammt. Ich hab wirklich alle verdammt. Ah, dieser eine Zug, dass die eine Ratte nach vorne geschoben haben, hat uns jetzt quasi. Anders hätten wir jetzt, glaube ich, ziemlich sicher sogar gewinnen können. Aber das hat uns jetzt endgültig das Genick gebrochen. Gibt auch nichts mehr, was wir jetzt tun können. Das war's. Zu viele Ratten. Ah, der Perky ist noch da. Mal schauen. Ich meine, das ist unser super Übertalent, ne? Dieses Superwesen. Aber der alleine gegen diese 5 Ratten, die noch da sind, da sehe ich auch ein bisschen schwarz. Und schon ist er besiegt. Schon ist er tot. Achso, nee, stimmt gar nicht. Nicht in der ersten Runde. Nicht in der ersten Runde. Aber in der zweiten. Ja, dieser eine Move in der letzten Runde hat den Unterschied gemacht. You failed to get rid of the rat infestation in time. The vermin eat through all your food supplies and some of your people fall ill as well. Okay, alle sind verwundet, alle sind krank noch dazu und unsere Nahrungsmittel wurden weggefressen. Und ich glaube, hier wird es viele Tote geben. Unser Expeditionsteam muss jetzt dringend heimkommen. Verwundeter Ramsay hin oder her, leider. Wir müssen jetzt schnellstmöglich zurück ins Dorf. Das hat alles verändert. Und guckt euch an, wie viele Spinnennester plötzlich in der Nähe vom Dorf entstanden sind. Über Nacht quasi. Wounds don't always have a chance to heal, and so death can claim its prize. Sunny hat's erwischt. Aber wie gesagt, wir alle sind doch verwundet und krank. Es kann noch mehr erwischen. Mit Leichtigkeit. Okay, den Schatz müssen wir später holen. Ach Mist, irgendwer ist überladen auch noch. Was ist denn jetzt schon wieder los? Hendrik. Warum denn? Wieder irgendein Segen verloren. Oh, Verzeihung. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Also, schauen wir mal, ob wir Hendrik irgendwie leichter machen können. So leider nicht, da müssen wir ihm einfach die Rüstung wegnehmen. Das war eine bittere Runde, voller Verluste und Gefahren. Oh, eine Stufe 2 Kampf mache ich jetzt aber wirklich schnell automatisch. Das waren wahrscheinlich die Ratten, die gerade aus unserem Dorf geflüchtet sind, die Überlebenden. Ich stelle sie mir zumindest vor, als wäre es so. Oh, der Perky und Doofkopf hat's erwischt.
Ja, ich kann nichts machen. Ich kann da nichts mehr. Ich habe keinen Einfluss mehr. Man kann nur abwarten und hoffen. Ich hoffe nur, dass mein Dorf nicht leer steht, weil sobald mein Dorf leer steht, nur eine Runde, wenn eine Runde keiner im Dorf ist, dann sind alle Kinder sofort tot und alle Nahrungsmittel von Ratten zerfressen und alles kaputt. Wir müssen jetzt alles neu sortieren. Alles überdenken. Alles wird anders. Oh Gott, nein, Tonein hat's auch erwischt. Das gibt's nicht. Jetzt die große... Oh Gott. Und da kommt... Nein. Wenn jetzt der Drei-Totenkopf-Iba-Sklaventreiber-Trupp in die Stadt kommt, dann haben wir ein Riesenproblem. Oh Gott, guckt euch das an. Okay, die haben nicht angegriffen. So, ab in die Stadt. Und zwar wirklich, jetzt lösen wir das Expeditionsteam mal auf und alle gehen in die Stadt. Jetzt schauen wir uns das mal an. Wir haben immer noch 19 Leute jetzt insgesamt. Auch wenn wir einige echt tragische Verluste jetzt in Kauf nehmen mussten. Wir haben 4 Kinder. Also Potenzial für coole neue Charaktere haben wir auch. Und wir haben jetzt viel Ausrüstung. Yay! Die Ausrüstung der Toten werden wir jetzt mal fleddern. Vielleicht können wir wenigstens damit die Lebenden stark genug machen, dass sie hier überstehen können. Geh mal der Reihe nach alle durch jetzt nochmal wirklich. Es dauert jetzt ein bisschen, aber die Zeit müssen wir uns jetzt nehmen. Weil das ist jetzt wichtig. Gut, ich meine, ein paar von denen sind so gut ausgerüstet, dass die ziemlich sicher nichts anderes brauchen. Ich werde jetzt die Bewaffnung ein bisschen besser anpassen. Zweihändige Äxte sind okay. Einhändige Sachen sind sowieso okay. Speere sind auch okay. So. Ich will nur schauen, dass wirklich zweihändige Schwerter von Kriegern geführt werden. Hämmer und Speere am besten von den anderen. Genauso wie einhändige Waffen. Wäre zwar viel Zeug dabei, das Zakorak brauchen könnte. Aber nicht stark genug. Die Weste, ne? Immerhin, da können wir ein bisschen was... Kann man ein bisschen was optimieren. So, der Johannes hat zum Beispiel einen Hammer, was ja eigentlich cool ist. Aber ein zweihändiges Schwert wäre für den Krieger besser. Aber das zweihändige Schwert ist so schlecht, in dem Fall. Na gut, 5 weniger Schaden, dafür 5 mehr Abschirmung. Aber das kann man dann natürlich noch mit dem Schild kombinieren und dadurch... Wird er dann sehr viel mächtiger insgesamt. Auch wenn er keinen Hammer mehr hat. Hat er insgesamt bessere Werte. Genau. Lorenz ist eh schon perfekt ausgerüstet. Ah, Marvin kann noch das Amulett, die Halskette nehmen und eine bessere Rüstung für Marvin. Wäre auch ein Krieger, wäre auch ein zweihändiges Schwert angesagt, aber wir haben gar kein zweihändiges Schwert. Ramsey hat momentan einen Hammer und warum? Warum nicht behalten? Ist ein guter Hammer. Der Hammer ist der Hammer, könnte man sagen. Insofern vielleicht eine bessere Rüstung. So, Stargater hat schon zweihändiges Schwert, sehr gut. Braucht auch sonst nichts. Desert Railgun hat einen Hammer momentan, finde ich gut. Kriegt einen leicht besseren Hammer.
Aber sonst leider nichts mehr. Ah doch, hier, das geht sich noch aus. Hier, das Stoffgewand. Lassen wir so. Das auch. Ah, geht sich leider nicht aus vom Gewicht her. Na, dann können wir hier gar nichts machen. Xanaron. Plus 5. Ja, machen wir. Ein Speer. Ja, Speer ist da auf jeden Fall vorzuziehen. Vasi behält sein Speer auch. Vasi ist halt als Gelehrter nicht der Stärkste, wenn es um den Kampf geht. Aber dafür hat er andere Qualitäten. So. Das lassen wir auch so, wie es ist. Dann haben wir noch Rollo. Aber ich glaube, Rollo ist sehr gut ausgerüstet. Würde mich wundern, wenn wir da großartig was verändern würden. Ein Hammer für Rollo. Das wäre eine Idee, ehrlich gesagt. Rollo ist so super stark. So ein super starkes magisches Wesen. Kann den Hammer nutzen. Verliert ein bisschen Abschirmung. Aber haut dafür noch mehr rein. Okay. Dann machen wir das so. Rollo ist jetzt der Hammer. Cool, cool, cool. Dann können wir jetzt die anderen Sachen nochmal zerlegen. Dann schauen wir mal, wer jetzt im Dorf bleibt und wer mitkommt. Ah, das war übel. Das war so übel jetzt, die letzten Runden. Aber wir werden uns davon erholen. Wir werden neu erstarken. Ich glaube, das kann man sagen. Ich glaube, das ist ein echtes Wort. Wir dürften jetzt zumindest... Der Tod war ja nicht umsonst. Zumindest ein paar davon waren nicht umsonst. Wir haben jetzt zumindest einige echt gute Rohstoffe heimgebracht. Mit denen soll es uns möglich sein, einige coole Sachen herzustellen. Jetzt muss ich mal zur Produktion gehen. Wir brauchen jetzt gerade momentan Quatsch. Im Grunde reicht es, wenn einer Holz sammelt, einer Nahrung sammelt. Mehr Sammler brauchen wir momentan eigentlich nicht. Ah ja, die Nahrung wird immer noch hergestellt. Das ist gut, da hat sich nichts verändert. Bauen. Nee, bauen geht gar nicht. Ach verdammt, ich verdrück mich dauernd. Wir müssen, wenn dann, erst ein Gebäude abreißen, nämlich. Und zwar würde ich vielleicht ein Kohlfeld abreißen. Jetzt ist ein Platz frei. Und jetzt könnten wir mal schauen. Könnten wir zum Beispiel mal eine Krippe uns anschauen. Und jetzt suchen wir mal unsere hochwertigsten Materialien raus. Dafür reicht es leider noch nicht. Wir hätten Elfenholz im Angebot. Ah, wir haben auch nicht genug Dryadenholz leider. Schade, so genug von den richtig, richtig, richtig guten Rohstoffen haben wir jetzt gerade für eine Krippe eh nicht. Nur so, +3 Tiere anlocken und +3 tierische Bande Bonus. Also +3 Tiere anlocken ist eigentlich nicht schlecht. Aber wie wäre es, wenn wir statt dem... Ach so, Quatsch. Hilfe.
So, wie wär's, wenn wir einfach nochmal vielleicht ein Kohlfeld machen, das sehr gut ist? Haben wir vielleicht hier gute Materialien? Ton? Sandstein? Weiß gar nicht, was da besser ist. Ich mache jetzt mal den Ton. Und hier werden wir wohl das Standardgemüse nehmen müssen. Plus 4 Kinder anlocken und plus 2 Menschen anlocken ist natürlich schon auch sehr gut. Ne? Jetzt nehme ich mal den Ton raus. Ah ja, nee. Ton ist auf jeden Fall besser als Sandstein. Und Quarz? Quarz scheint ungefähr genauso gut zu sein. Okay, und eine Versammlungshalle? Haben wir da irgendwas? Oh, 40 Gold. Das muss doch eine goldene Versammlungshalle. Das muss doch was wert sein. Ah, wir haben leider immer noch nicht genug verzauberte Knochen. Verdammt. Ich hätte drauf gehofft jetzt, ehrlich gesagt. Oh, Obsidian. Ja, wenn wir erstmal die richtig guten Objekte haben. Aber das kann noch ein bisschen dauern. Kann ich wirklich nur ganz normale Stinky-Knochen für die Versammlungshalle benutzen? Oder Gemüse? Dürfte vom Ergebnis her aufs Gleiche rauslaufen, nämlich nichts Besonderes. Willensbonus, Intelligenzbonus, Menschen anlocken, Zwerge anlocken. Oh, das ist auch interessant. Und wenn ich das Gemüse gegen Knochen tausche? Oh, dann ist es viel schlechter. Viel schlechter. Dann haben wir immer noch... Also Zwerge anlocken finde ich interessant, weil wir hatten noch nie einen Zwerg im Team. Mit Gemüse war das, ne? Menschen anlocken plus 3 Zwerge anlocken und Intelligenz-, Willens- und Redegewandtheitsbonus. Das klingt doch eigentlich ganz cool, oder? Weiß jetzt auch nicht genau. Ich glaube, vielleicht machen wir das. Vielleicht. Aber vielleicht schaue ich mal nochmal ganz kurz. Nee, eigentlich sind das unsere Optionen. Dann bauen wir jetzt ein Versammlungshaus aus Gold und Gemüse. Ja, der Katalysator ändert aber wirklich gar nichts, oder? Ich kann mir das immer gar nicht vorstellen, dass es keinen Unterschied macht. Aber ich glaube wirklich, dass das gar nichts ändert, was ich da benutze. Selbst wenn ich jetzt irgendwie super, super wertvolles Mithril benutze, ändert das nichts an den Werten. Nee, der Katalysator ist echt egal, dann können wir hier wirklich stinkiges altes Eisen benutzen zum Beispiel. Ja, dann bauen wir das Versammlungshaus. Das ist cool. Xanaron ist unser bester Handwerker. Dann sollte der vielleicht das Versammlungshaus bauen. Oh, unsere besten Handwerker sind gestorben. Das ist das Problem. Hendrik macht Essen. Und dann würde ich ehrlich gesagt fast alle anderen ins Expeditionsteam wieder stecken. Die Stadt ist zwar jetzt wirklich nicht gut verteidigt, aber bei dem Kampf gegen den Riesen habe ich gemerkt, dass wir echt ein starkes Expeditionsteam brauchen können. Und jetzt ist es eh auf 15 Leute geschrumpft. Ich hoffe, die Kinder werden schneller wachsen. Das müssen die jetzt. Es sind schwere Zeiten. Die Kinder müssen jetzt früh erwachsen werden oder so. Gibt es eigentlich Unterschiede im Gewicht von Holz? Aha, gibt es wirklich. Dryadenholz ist sehr leicht scheinbar. Aber dann das billigste Standardholz ist auch schon so ziemlich eins der leichtesten. Und Dryadenholz will ich jetzt nicht unbedingt verbrennen, damit wir Feuer machen können, weil das ist ein sehr guter Rohstoff. Leute, während ich hier den Regler jetzt verschiebe, wir sind schon gleich fertig, sage ich jetzt schon mal Tschüss. Macht's gut, danke fürs Zusehen. Morgen beginnt ein neues Abenteuer. Bis dann, macht's gut. Ciao.